Herzlich willkommen, Herr Dr. Kamann. Ich freue mich sehr, dass Sie heute für ein Interview zur Verfügung stehen. Mein Name ist Roland Dörr. Ich arbeite seit 2019 als Kooperationsmanager bei Microtech Südwest und habe die Ehre, Sie heute zu interviewen. Herr Dr. Kamann, Sie arbeiten sogar bei unserem Gründungsmitglied Hahn Schickert. Stellen Sie sich einfach mal unserem Publikum kurz vor und sagen Sie, was Ihre Tätigkeiten bei Hahn Schickert sind. Gut, fange ich mit dem Privaten an. Ich bin schon über 60, verheiratet, habe 3 erwachsene Kinder, wohne in der Nähe von Rottweil und mache in meiner Freizeit am liebsten Musik. Zum Beruflichen, ich habe Physik studiert und zu Halbleitern mit großer Bandlücke promoviert. Und hier bei Hahn Schickert arbeite ich jetzt seit 10 Jahren im Business Development. Das ist eine Stabsstelle, da werden nationale und internationale Partnerschaften geschmiedet, die dann idealerweise zu öffentlich geförderten Projekten und gelegentlich auch zu Industrieaufträgen führen. Das klingt sehr interessant, Herr Kamann. Jetzt vielleicht als allgemeine Frage, das war jetzt spezifisch eher auf Sie gemünzt. Was macht die Hahn Schickert Gesellschaft? Können Sie das vielleicht kurz umreißen? Nur Hahn Schickert ist hier im Land Baden-Württemberg eine gemeinnützige Forschungseinrichtung mit einer Spezialisierung auf der Mikrosystemtechnik. Das heißt, wir sind Forschungs- und Entwicklungspartner für von der ersten Idee bis zur Fertigung intelligenter Produkte. Und da sind dann oft die Beiträge aus Villingen-Schwenningen in so einem System implementiert. Das ist zum Beispiel moderne Sensorik, stromsparende Elektronik wird zurzeit sehr stark nachgefragt. Software nahezu jeder Couleur, die künstliche Intelligenz spielt eine immer stärker werdende Rolle, Kommunikationsstellen, das sind so typische Beiträge unseres Standortes in Villingen-Schwenningen zu einer Gesamtlösung. Und von den Ergebnissen profitieren in erster Linie Industrieunternehmen, wir machen ja angewandte Forschung und unter den Unternehmen sind es zuvorderst die KMU, also Unternehmen, die zu klein sind, um die nötigen Entwicklungs- und Forschungskapazitäten selbst vor Ort zu haben, die nehmen dann einen Dienstleister wie Hahn Schickert in Anspruch. Wie sind Sie denn erstmalig mit Microtech Südwest in Kontakt gekommen, dass Sie überhaupt mal darstellen, wie da das zustande gekommen ist? Danke, das ist eine sehr charmante Frage. Denn das war in der Tat durch die Stellenanzeige, die mich hierher nach Villingen-Schwenningen gebracht hat. Wir gehen also 11 Jahre zurück. Der Spitzencluster hat gerade gestartet. Wir hatten eine ganze Palette sehr anspruchsvoller Projekte und eins davon hieß Kompass. Und das hatte genau diese Aufgabe, die ein Kompass eben hat, zeigen, wo es lang geht. Und die entsprechenden Fördermittel haben dann Hahn Schickert es gestartet, die Manpower im Business Development aufzustocken. Und ich habe mich erfolgreich um diese anspruchsvolle Aufgabe beworben. Es ist also, wenn man es jetzt überspitzt darstellen will, letztendlich das Verdienst von Microtech Südwest, dass ich überhaupt hier in der Region arbeite. Und durch dieses Projekt hatte ich auch einen sehr guten Start von der ersten Minute an, eine sehr enge und gute Zusammenarbeit mit dem Cluster und mit seinen Akteuren. Das freut uns natürlich sehr, wenn Sie das so sagen. Aber welche Aktivitäten kennen Sie jetzt eigentlich von Microtech Südwest und welche sind besonders für Sie, vielleicht aber auch für Hahn Schickert, eben im Allgemeinen wertvoll? Ja, die wertvollste sind wahrscheinlich die Fachgruppen. An die denke ich jetzt zuerst, weil ich ja gerade über das Projekt Kompass berichtet habe. Und die Einrichtung der Fachgruppen war ein wesentliches Ergebnis aus diesem Kompass-Projekt. Also wie organisiere ich solche Arbeitsgruppen? Um welche Themen soll es gehen? Wer soll mitmachen? Wie stelle ich sicher, dass ich maximale Vertraulichkeit sicherstellen kann? Also das waren so Themen, die wir damals im Projekt Kompass zum Beispiel diskutiert haben. Dann fallen mir die Clusterkonferenzen ein, wo ich auch von Anfang an dabei war und immer wieder vortragen konnte. Es ist besonders positiv, dass wir dieses Jahr vor wenigen Wochen ja endlich mal wieder eine Face-to-Face-Veranstaltung hatten und uns persönlich treffen konnten.
Und aller guten Dinge sind drei. Als drittes nenne ich mal das Informationsangebot. Also den Newsletter, die Website, Interviews wie dieses hier. Das ist ein besonders wertvolles Asset des Clusters für seine Mitglieder, immer informiert zu sein und ein Update zu bekommen regelmäßig. Vielleicht da eine Anschlussfrage bezogen auf die Fachgruppen. Welche Fachgruppen besuchen Sie da selbst und was ist Ihnen zum Beispiel da am wichtigsten? Also wir haben ja, es geht ja teilweise um Projektinitiativen, es geht natürlich um Networking. Was ist da für Sie persönlich jetzt das Wichtigste? Nun, am Anfang habe ich alle Fachgruppen besucht, da ich ja aus dem Projekt kam, wo wir sie initiiert haben und dann auch ja zu suchen waren, wer aus dem Haus ist wohl der beste Vertreter, der hier einen Beitrag leisten kann und der hier auch als Schnittstelle zu der Fachgruppe fungieren kann. Im Augenblick konzentriere ich mich eher auf die smarten Systeme und dann ist es abhängig von einzelnen Themen, ob ich auch mal in die IVD oder in die Implantate mit reingehe. Okay, das freut uns, dass Sie die Fachgruppen so hoch schätzen. Ja, jetzt ist natürlich auch der Punkt, Sie haben jetzt viel Positives über Microtec Südwest gesagt. Gibt es aber denn auch noch Dinge, die Ihres Erachtens sich vielleicht Microtec Südwest noch steigern müsste oder vielleicht mehr noch größere Mehrwerte für Sie schaffen müsste oder für Hahn Schickert? Haben Sie da vielleicht auch noch Anregungen, wo wir uns verbessern könnten? Fangen wir wieder bei den Fachgruppen an, vielleicht. Denn wir haben da mal einen Themenstrauß aufgemacht und den sollten wir nicht als fix betrachten. Oft werden ja erst nach Jahren Themen virulent, an die man anfangs nicht so gedacht hat. Da überholen einen Entwicklungen wie Corona, Krieg, Rohstoffverknappung. Und wenn wir da agil darauf reagieren wollen, dann ist es notwendig, dass wir hier thematisch flexibel bleiben. Es muss ja nicht immer gleich zu einem neuen Thema eine eigene Fachgruppe eingerichtet werden. Das kann durchaus auch erstmal eine Art Taskforce-Charakter haben. So machen das andere Cluster und Interessensverbände auch. Und ein zweiter Punkt, wo ich noch viel Luft nach oben sehe, ist der politische Einfluss. Gut, wir werden von unseren Landesministerien außerordentlich gut behandelt. Die sind uns außerordentlich gewogen. Wir, damit meine ich jetzt sowohl Sie als Cluster oder uns alle als Cluster Microtec Südwest, als auch speziell Hahn Schickert und die InBW-Allianz, also die Forschungsallianz, Innovationsallianz Baden-Württemberg mit all ihren Instituten. Zweifellos, aber auf Bundes- und Landes- und europäischer Ebene, da könnten wir noch mehr an Sichtbarkeit gewinnen, da könnten wir noch mehr in eine Führungsrolle kommen, Ideengeber, Wegbereiter, Schrittmacher, ich weiß gar nicht, wie ich es nennen soll, werden. Und dazu startet ja auch demnächst ein Projekt, das uns vielleicht wieder eine gute Ausgangsposition schafft. Das ist der EDI Südwest. Das muss ich für die Zuhörer vielleicht kurz buchstabieren. EDI steht für Europäischer Digital Innovations Hub. Ist eine besondere Förderform, wo sowohl Europa als auch das Land oder die Region Geld dazu gibt. Und hier verspreche ich mir davon, dass wir uns in den nächsten 3 oder mehr Jahren als Trendsetter und Sprachrohr einerseits für die Technologien, andererseits auch für die Anwenderseite etablieren können, sodass unsere Sichtbarkeit, unser Einfluss vielleicht auf Bundes- und Europaebene entsprechend wächst. Und es ist ja besonders schön, dass Hahn Schickert den EDI koordiniert und der Cluster Microtec Südwest einer von mehr als 20 Partnern ist, die hier im Regierungsbezirk Freiburg und speziell in Baden-Württemberg dann aktiv werden können. Ja, ganz vielen lieben Dank, Herr Kamann, für den tollen Input. Ich gebe Ihnen auch absolut recht. Vielleicht eine Anmerkung zu den Fachgruppen. Wir haben da auch schon ein bisschen an uns gearbeitet, zum Beispiel die Fachgruppe Mikromedizintechnik. Das war früher die Fachgruppe Intelligente Implantate. Und da war einfach, weil Sie eben gesagt hatten, es sollte dynamisch sein, da war den Fachgruppenmitgliedern das einfach zu eng gefasst, rein mit intelligenten Implantaten, weil es auch nicht so viele Hersteller von Implantaten in Baden-Württemberg gibt.
Und deswegen hatten wir dann die Fachgruppe mit den Mitgliedern selbst eben hin erweitert zur Mikromedizintechnik als Schnittstelle zwischen Medizintechnik und Mikrosystemtechnik, dass wir einfach auch mehr Themen abdecken können. Also wir sind da dabei, aber ich gebe Ihnen absolut recht, da können wir uns noch steigern und ich danke Ihnen für den Input. Vielleicht jetzt ein kleiner Themen-Switch. Wir haben ja jetzt seit 1.6. ein ganz großes Projekt, wo ich auch als Netzwerkmanager mitarbeiten darf, klimaneutral digital, wo es darum geht, ein Zentrum aufzubauen, wo eben durch Digitalisierung KMUs ermöglicht werden, eben klimaneutrale Unternehmen, ja, in Zukunft zu entwickeln beziehungsweise eben zu realisieren. Allgemein, das Thema Nachhaltigkeit ist sehr wichtig, vor allem jetzt in unsere schweren Zeiten, in die Krisenzeiten. Wie macht das Hahn Schickert? Gibt es da Nachhaltigkeitsziele? Gibt es da ja besondere Strategien, wie man eben nachhaltig agieren kann? Das sind einerseits ist die Ebene der Projekte, in die Hahn Schickert involviert ist. Das Mittelstandszentrum hatten Sie angesprochen. Dazu kommen noch Projekte aus Bereichen wie Industrie- und Prozesstechnik, Smart Home, smarte Mobilität. Wir sind in der Wasser-, in der Umwelt-, in der Bodenanalytik aktiv. Also allein von den Themen unserer Projekte, die wir bei Hahn Schickert bearbeiten, sind wir an Themen wie Umwelt, Klima, Nachhaltigkeit sehr nahe dran. Dann fragten Sie nach konkreter Strategie und Nachhaltigkeitszielen. Das ist im Management-Handbuch verankert. Deswegen lassen Sie mich vielleicht noch ein paar Beispiele geben. Ja, und sehr gerne. Wenn Sie noch so klein sind, ne, es fängt ja immer mit dem ersten Schritt an. Konkrete Beispiele. Zurzeit läuft wieder überall das Stadtradeln. Es ist ganz toll, wie viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von den verschiedenen Hahn Schickert Standorten sich zurzeit wieder an dem Stadtradeln beteiligen, den Weg zur Arbeit nehmen mit dem Fahrrad und auf CO2-Emissionen verzichten dadurch. Am anderen Ende stehen dann Mitarbeiter wie ich. Ich wohne in der Nähe von Rottweil, kann also nicht jeden Tag mit dem Fahrrad zur Arbeit kommen, aber ich nutze mein Elektrofahrzeug, dass wir also die Solarzellen auf dem Dach haben, den Strom in unsere Ladestationen einspeisen, den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern die Chance geben, ihre Fahrzeuge anzustöpseln und auf Arbeit zu laden. Das ist auch ein wichtiger Punkt, der einem den Umstieg erleichtert. Ja. Und als drittes, auch weil es aktuell läuft, fällt mir ein, die Untersuchung des Gebäudebestands. Gerade hier in Villingen haben wir zurzeit ein Projekt laufen, das Sparpotenziale erschließen, aufdecken und erschließen soll. Und wir bauen ja auch. Wir haben in Stuttgart erst einen neuen Gebäudeteil eröffnet. In Freiburg war vor kurzem Spatenstich für den Institutsneubau. Hier auf dem Hahn Schickert Campus in Villingen-Schwenningen entsteht ein Innovations- und Anwendungszentrum, wo wir in die Konzeption sehr eng eingebunden sind und dass man da über moderne Gebäudekonzepte spricht und gerade über nachhaltiges Bauen, über Energiesparen, das ist heutzutage ja selbstverständlich. Gut, dann vielleicht noch ein kleiner Switch zu Ihrer Person selbst. Was fasziniert Sie an also Ihrem Fachgebiet? Man merkt bei Ihnen, da ist wirklich Faszination dabei, da ist Leidenschaft dabei. Was ist es, was Sie da dran fasziniert? Was überzeugt Sie so an Ihrem Fachgebiet? Ja, dazu muss ich sagen, dass ich an meinem eigentlichen Fachgebiet hier bei Hahn Schickert gar nicht so eng verbunden bin. Dieses Gebiets Halbleiterphysik, aus dem bin ich inzwischen seit rund 25 Jahren raus. Aber die wissenschaftliche Tätigkeit war ein wichtiger Türöffner für das, was ich jetzt hier mache. Zukunftsthemen identifizieren, Fördermöglichkeiten finden, Konsortien zusammenbringen, gegebenenfalls auch leiten. Das ist eine wichtige und sehr vielseitige Schnittstellenfunktion. Die hatte ich vorher auch schon bei anderen Einrichtungen inne. Dort heißt es dann Netzwerkmanagement oder Technologietransfer. Ist ja egal, wie man es nennt. Hier heißt es Business Development. Und diese Aufgabe in der Schnittstelle zu möglichen Partnern, die hat mich, wenn ich mal zurückblicke, im Laufe der Jahre mit sehr vielen Menschen zusammengebracht, mit sehr vielen ausgesprochen interessanten
Menschen zusammengebracht und an deren Gedanken und Einsichten durfte ich teilhaben. Ich durfte ihre Argumentationsweise, ihre Herangehensweise miterleben. Und das ist eine unwahrscheinlich interessante Sache gewesen. Wir sagen in unserer Generation, das war ungeheuer spannend. Es war eine tolle Sache. Super. Ja, unser Publikum ist natürlich auch immer ein bisschen an was Privatem interessiert. Sie wohnen ja in Villingen-Schwenningen oder in der Nähe von Villingen-Schwenningen. Haben Sie dort Lieblingsorte? Wo gehen Sie am meisten hin? Wo, ja, was sind so Ihre vielleicht auch Hobbys? Sie haben es schon am Anfang erwähnt. Also vielleicht noch etwas zu Ihnen als Privatperson. Ja, okay, bleiben wir bei dem Stichwort Region. Ich wohne in der Nähe von Rottweil, aber das ist beides nahe genug am Schwarzwald dran, dass ich mal den Schwarzwald so sehr lieben würde. Das habe ich mir als junger Mensch nicht träumen lassen. Jetzt bin ich nahezu an jedem Wochenende hier unterwegs mit meiner Frau. Wir wandern sehr gerne. Wir haben immer die Fotoapparate dabei. Landschaftsfotografie ist ein großes Hobby für uns beide, dass wir dann die Orchideen, die Wasserfälle oder was es auch immer ist, was der Schwarzwald zu bieten hat, dann auch ablichten und dann auch mit anderen teilen. Und wenn die Frage ist, was würde ich einem anderen empfehlen? Ja, kommt in den Schwarzwald. Das ist weit mehr als Professor Brinkmann oder Schwarzwaldmädel oder was man da für Klischees hat. Also das kann ich nur bestätigen, das sehe ich genauso. Ich liebe den Schwarzwald auch. Ich meine, ich bin jetzt seit gut drei Jahren Freiburg. Davor, ursprünglich komme ich aus dem Saarland und davor war ich noch in Darmstadt. Also deswegen kann ich Ihnen absolut recht geben. Ich liebe den Schwarzwald auch. Vielleicht nun langsam zum Abschluss unseres Interviews. Wir sind ja ein Fachverband für Mikrosystemtechnik. Hahn-Schickard ist auch Zentrum für Mikrosystemtechnik. Wo sehen Sie die Zukunft der Mikrosystemtechnik, vielleicht auch hinsichtlich Gesellschaft, gesellschaftlicher Bezug, welche Kräfte die Mikrosystemtechnik auf die gesellschaftliche Wandlung hat? Können Sie da vielleicht noch ein bisschen noch Ihre Einschätzung unserem Publikum geben? Ja, gerade dadurch, dass Mikrosystemtechnik als Querschnittstechnologie so breit aufgestellt ist, will ich jetzt vielleicht nicht zu sehr ins Detail gehen, aber mir fällt ein aktueller Schlager ein, Schlager sagt mir nicht mehr, ein Hit, da heißt es im Text, I don't know what really, really happens at the end of the road. Die Zeile fällt mir jetzt ein, aus dem Refrain, Sie kennen das Stück offensichtlich, also in die Zukunft zu schauen, ist schwierig, aber der Text geht ja noch weiter, I think I'm up for the challenge. Und das ist der wichtige Punkt, dass wir vorbereitet sind auf die Herausforderungen. Und wir leben ja in einer Zeit großer Herausforderungen. Wir hatten vorhin über Klima und Nachhaltigkeit gesprochen. Ich hatte den Krieg und die Rohstoffknappheit angesprochen. Hunger, Armut, Gesundheit, es fällt einem so viel ein. Herausforderungen, für die wir gewappnet sein müssen. Und den bewussten und gezielten Einsatz von innovativen Technologien kann man da viel erreichen. Das heißt, unser Gebiet, die Mikrosystemtechnik, wird zur Lösung der Herausforderungen, vor denen wir stehen, nach meiner Überzeugung einen wichtigen Beitrag leisten können. Und daran mitzuarbeiten, das lohnt sich doch für uns alle. Dann bedanke ich mich, Herr Dr. Kamann. Es war ein sehr angenehmes Gespräch. Ich habe vieles Neues gelernt und auch einfach Sie nochmal als Person näher kennengelernt. Vielen Dank dafür. Bleiben Sie gesund und ich hoffe, dass mit Hahn-Schickard weiterhin so super läuft, wie es schon die ganze Zeit läuft. Vielen Dank, Herr Kamann. Tschüss.